Zum 21. Mal stand am 24. Juli der Obergaitaler Berglauf, Mautner Almlauf, am Programm. Über 100 Teilnehmer machten sich auf die anspruchsvolle Strecke von Mauten auf die Mautner Alm. 8 Kilometer und eine Differenz von 800 Höhenmeter gilt es dabei zu bewältigen. Schutz vor der Sonne. Zählte mal bitte dabei, Herr. Ja, erzähl mal, wer hat circa sein? Ich nicht gezählt. Ja, ist jedes Jahr schwieriger, oder? Für mein Alter schon. Ich ist nicht gezählt, aber bei mir werden das zehnmal sein. Ja, perfekt, oder? Zum Schluss haben sie mir gesagt. Um 9.30 Uhr erfolgte der Startschuss im ÖAV Freizeitpark. 5, 4, 3, 2, 1, go! Super Papa! Papa! Bereits oberhalb von Maria Schnee konnte sich der Spitzenläufer Robert Stark schon von den anderen Läufern absetzen. Ihm ganz dicht auf den Fersen ist hier noch Stefan Wernig. Matthias Parger an dritter Stelle, gefolgt vom Lokalmatador Michael Mörtl. Und dann kommt auch schon die erste Dame, Susanne Meyer aus Osttirol. Zwischendurch werden die Läufer auf der Strecke auch kräftig angefeuert. Nicht nur die Läufer haben die Enzianhütte auf der Mautneralm als Ziel, auch viele Besucher begeben sich zum Zielbereich, um dabei zu sein, wenn die Teilnehmer auf der Mautneralm ankommen. Robert Stark hat seine Führung ausgebaut und ist nur mehr wenige hundert Meter vom Ziel entfernt. 1,5 Minuten hinter ihm kommt Stefan Wernig. Als erster durchs Ziel geht aber Franz Buckel, der Initiator und Gründer des österreichischen Berglaufcups. Mit seinen 81 Jahren ist er schon etwas früher an den Start gegangen. Und durch mit einer Zeit von 41 Minuten 57,4 Sekunden. Robert Stark gewinnt den 21. Obergaitaler Berglauf. Michael Mörtl auf Platz 3 ist noch auf der Strecke. Inzwischen kommt auch der zweite, Stefan Wernig, ins Ziel. Start Nummer 67. Super. Wernig Stefan. Durchs Ziel mit einer Zeit von 43,49,6. Auch die beste Frau, Susanne Meyer, befindet sich schon im Endspurt Richtung Zielgelände. Der Mörtl Michael.
Bravo, Mertl Michael. Mertl Michael, der heimische 67. Favorit mit der Startnummer 67. Pardon. Mit der Startnummer 67, Mertl Michael vom ÖRV Obergalbtal. Ein toller dritter Platz. Michael Mörtl hat als Dritter 3 Minuten und 56 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Und nur 24 Sekunden hinter ihm kommt auch schon die beste Dame, Susanne Meyer, ins Ziel. Hopp, 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 hopp. Super. Super. Gratulation, wie ist es gegangen beim Lauf? Danke. Es ist ganz gut gegangen und es ist eigentlich von unten passabel gelaufen für mich. Der Stefan Awernig ist mir zuerst auf die Füße gewesen, aber nachdem ich mich in Sicherheit gebogen habe, dann habe ich ein bisschen Tempo ausnehmen können und dann als Erster einlaufen. Du hast ja relativ, also gleich am Anfang schon relativ weit vorn. Ja, ich habe zuerst das Heil in der Flucht gesucht, weil ich nicht gewusst habe, wie schnell der Stefan unterwegs ist. Und es ist aufgegangen. Was sagst du zum Lauf selber? Der Lauf ist ja perfekt. Es ist eine kurze Strecke, aber sehr abwechslungsreich. Also ich bin gern herum da. Und überhaupt bei so einem Wetter, wie es heute ist, ist es ein Genuss zum Laufen. Gratulation zum zweiten Platz. Wie ist es gegangen? Danke, sehr gut. Also gestern habe ich einen Lauf gehabt. Bei mir daheim einen 7,5 Kilometer Straßenlauf. Den habe ich ein bisschen gespürt, aber ist eigentlich relativ gut gegangen. Eine schöne Strecke ist auf, lang im Schatten. Und zum Schluss kann man Gas geben. Wie oft warst du schon dabei? Heute das erste Mal, ja. Erste Mal und schon der zweite Platz. Ja, das passt. Was sagst du zur Veranstaltung selber? Also echt lieb aufgezogen das Ganze, ein super Zielgelände und jetzt werde ich noch eine Runde auslaufen gehen. Es war zwar ziemlich heiß, aber mir ist es gut gegangen. Es ist ja immer ein Pflichtpunkt für die, das der Matlan Berglauf. Das ist der einzige Lauf, wo ich immer mitmache, ja. Jetzt Jahr. Gewonnen hast du auch schon, oder? Gewonnen habe ich ihn zweimal, glaube ich. Zweimal oder dreimal, ja. Wie ist es gegangen auf der Strecke? Also ja, wie gesagt, mir ist es gut gegangen. Also ich habe keine Probleme gehabt, bin mein Tempo durchgelaufen und habe es durchgehalten. Ja, es ist eigentlich eine super Strecke, weil es ist ziemlich regelmäßig und man kann von Start weg voll durchziehen. Und ich finde, ja, es war das Wetter super. Strecke super, perfekter Lauf. Machst du mehr Rennen im Jahr? Ja, bestreite ich ja im Winter mit den Skitouren und auf der Piste, aufwärts mit den Spikes und im Sommer die Bergläufe. Und das war jetzt ein super Trainingslauf für mich, als Vorbereitung für die nächste Woche beim Schlicker Almlauf. Und ja, war ein super Tag heute. Dom Gas! Ja, der erste ist schon im Ziel. Circa eine Stunde und fünf Minuten liegen zwischen dem ersten und dem letzten Teilnehmer beim Mautner Almlauf. Franz Buckel absolvierte die Strecke in 2 Stunden und 11 Minuten. Ja, ich bin eigentlich, wie sagt man, der Initiator und der Gründer vom österreichischen Berglaufcup. Das haben wir im Jahr 1982, haben wir das in Going in Tirol beim Stangelwirt, war die Gründungsversammlung. Und seitdem läuft es. Heuer ist 34. Jahr. Und heuer haben wir wieder 43 Rennen. Dazu zählt eben auch hier der Obergeildaler. Und ja, wie gesagt, mir das läuft super dahin. Selben tue ich auch noch was. Leider bin ich in Verlide jetzt, kann nicht mehr schnell laufen, ich tue nur gehen. Aber ich bin angekommen, ich bin 80 Jahre schon drüber, 80 plus. Also ich brauche nicht mehr was beweisen, wenn man sagt. Ich bin auch der Veranstalter von Kitzbühler Hornlauf. Ah, okay. Immer noch? Immer noch. Super. Der läuft, sonst wird man jetzt in 4 Wochen das 38. Mal. Allweil unter meiner Leitung. Und ich habe aber schon um Nachfolger geschaut. Ja, ich habe schon Nachfolger geschaut, jetzt frühzeitig. Also der wird jetzt, wie sagt man, ungelernt. Und ich hoffe, dass der das noch, wenn ich das lasse, weiterhin führt. Weil ich sage schon, wenn du so lange Jahre auf Veranstaltung durchziehst,
Und ich bin in Kitzbüheler Hornlauf, ich bin eigentlich jetzt der drittlängste Veranstalter in Kitzbühel. Es geht wieder. Sehr gut. Und die Nummer 3. Wie war der Berglauf? Ja, nach dem Glockner, wo es ein bisschen kälter war, heute optimale Temperaturen, begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Kärnten, Slowenien, Italien. Das ist einfach der Berglauf Cup in Kärnten, ist der stärkste in ganz Österreich. Wir sind seit 5 Jahren die Nummer 1 in Österreich und das sagt schon einmal sehr viel aus. Wir haben im Schnitt im Jahr bei den 17, 18 Bergläufe an die 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der Berglaufboom hält extrem gut an. Ja. Gut, ich bin gestolpert. Ja. Ja, K.O. K.O. Den Mautner Berglauf organisiere ich jetzt schon seit 21 Jahren, habe aber schon vor 10, 12 Jahren gesagt, das war der letzte, jetzt sind es doch wieder 21 geworden. Und aufgrund der Teilnehmerzahlen, die immer größer werden, werde ich vermutlich die nächsten Jahre wieder weitermachen. Das ist aber relativ viel Vorbereitung, die da in dem Lauf steckt, oder? Ja, die Vorbereitung von Marketing, Werbung, Strecken machen, markieren und so weiter, das mache ich fast ganz alleine. Und natürlich am Renntag brauche ich schon Helfer wie Zeitnehmung, Wasserstationen und ich bedanke mich bei Ihnen. Ansonsten bin ich eigentlich ein Einzelgänger, was das betrifft. Also machst du es gerne allein? Ja, ich mache gerne allein, weil ich nicht so unbedingt delegieren kann. Ich weiß, wenn ich was mache, dann wird es auf alle Fälle passen. Nummer 58, da haben wir jetzt die Otic Magit von LC Vitu St. Veit. Bist du da ganz im Element bei deiner Zeitnehmung? Freilich, wir haben wieder einen Quantensprung gemacht, du siehst eh, neue Geräte, neue Technik, es läuft optimal. Ja. Und der Berglauf entwickelt sich auch immer mehr? Ich glaube schon, ja, das ist eine Veranstaltung, die Potenzial hat und die wirklich Zukunft hat und die darf man nicht aufgeben, so eine Veranstaltung, nicht? Weil ich gehört habe, dass daher Organisator, Cheforganisator, keiner kaufen will, nicht? Dann muss eben ein Junger in seine Fußstapfen treten. Und sonst machen wir es dadurch, noch Baldi und ich. Er sagt schon seit 10 Jahren, dass er aufhören will, nicht? Ja, jedes Jahr will er aufhören. Aber und dann, wenn wieder alles vorbei ist, gell, dann ist er wieder zufrieden. Ja, er nervelt ziemlich Hummer vor seiner Veranstaltung. Ja. Ja. Du hast heuer die Seiten gewechselt. Genau, einen neuen Job. Starten wir mitschreiben im Ziel, Mautner Olmberglauf. Geht ein bisschen einfacher, wie es laufen. Aber ich hoffe schon, dass das nächste Mal wieder zum Laufen geht. Du passierst heuer? Ich mache einmal Pause, ja. Ein bisschen regenerativ einmal. Ich habe heuer im Frühjahr ein bisschen Leiden gehabt mit den Füßen. Dann habe ich gesagt, heuer tue mal ein bisschen ausrasten und nächstes Jahr starten wir wieder durch, hoffentlich. Ja, dann alles Gute. Danke. Im Ziel angekommen, freuen sich die Teilnehmer schon auf das nächste Jahr.